So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr seht, es ist Männertag. Man erkennt es am T-Shirt. Das habe ich mal in der Fanpost bekommen. Sowas würde ich mir doch nie kaufen. In der Fanpost bekommen, zieht man es natürlich trotzdem an. Blutgruppe Pfeffi. Ich möchte einen kleinen Männertagsvlog drehen, wie mein Tag ungefähr so abläuft. Das Kind ist schon den ganzen Tag im Zimmer und wartet drauf, dass ab 13 Uhr ein anderes Kind kommt, damit sie zu zweit im Zimmer sein können. Pupsi liegt tot im Bett den ganzen Tag, da kannst du auch nichts. Ich fahre jetzt erstmal nach Hessberg, hole das Muttertier ab. Das ganze Auto ist voll mit Spielsachen, mit irgendwelchen, naja, was halt weg soll. Denn heute kommen auch die ganzen Kinders da bei der Familie. Dann möchte ich mal das, was die Marie nicht mehr braucht, bevor es auf den Müll kommt, mitnehmen. Können die sich was raussuchen, ob die noch irgendwas brauchen. Und ansonsten spende ich den Rest natürlich an wohltätige Organisationen. Was ich mit dem Muttertier vorhab, das seht ihr dann. Aber guckt euch das nochmal an. Guckt mal hier. So ein super Hase, oder? Würdet ihr den wegschmeißen? Die einen, ja, ich sag, das ist viel zu schade zum Wegschmeißen. Da spenden wir es lieber. Ein Ball, was haben wir früher getötet für einen Ball? Und heutzutage, es ist halt ein Mädchen, es ist halt kein Junge. Die können halt mit Bällen nicht so viel anfangen. Oder hier, braucht doch kein Mensch, wa? Jeder andere wird sich wahrscheinlich drüber freuen. Da wird schon wieder gedisst. Ich fahre jetzt zum Muttertier. Nehmen den ganzen Krempel mit, denn das Muttertier hat Bud Spencer Bratwürste organisiert und die möchte ich heute testen. So, auf dem Weg nach Hessberg musste ich jetzt ganz dringend nochmal halten, aber nicht weil ich musste, sondern weil ich dieses Feld gesehen habe und jedes Mal von Meiningen nach Hibu, von Hibu nach Meiningen und hin und her sehe ich links und rechts überall diese Felder und die sehen so genial aus. Das ist so leuchtend gelb und ich sage jedes Mal zu Pupsi, da würde ich gerne mal mit einer Tourin drin übernachten. Einfach mal einen Overnighter im Farbe Urinfeld, das wäre doch bestimmt genial. Irgendwann wachst du nicht mehr auf, weil die Mähdrescher kommen und fahren über dich drüber, aber das sieht so herrlich aus. Man hat immer so viel vor, man kann es meistens einfach gar nicht umsetzen. So, bin jetzt in Hessberg angekommen. Ich bin um ca. 10 Uhr aus Meiningen losgefahren. Um 11 Uhr jetzt in Hessberg angekommen. Ach, ich weiß noch, wie schön das war mit Marc und Pierre und Genaya. Männertagsvlog, letztes Jahr oder so war das, glaube ich. Wo wir ein bisschen gewandert sind. Und dann saßen wir hinten im Garten und der Marc hat noch ein super Quiz vorbereitet. Und jetzt frage ich mich gerade, war das überhaupt Männertagsvlog? War das extra? War da nicht was mit dem Geburtstag? Ich bringe wahrscheinlich schon wieder alles durcheinander. Hallo Batman, du bist ja auch da. Hallo. Hast dich mal extra Ski gemacht, hä? Batman? Wer ist denn das dort? Männertag, weiß ich nicht. Das sind zwei Kinder mit dem Fahrrad und die fahren da in dem Güllebach rum. Wir müssen erstmal in die Garage. Aha, okay, ja, das klingt schon wieder merkwürdig. Na, will ich dein Ding oder willst du es nicht mitnehmen? Ach, mein Ding ist in der Garage. So, und das ist das Objekt der Begierde, weshalb ich überhaupt nach Hessberg gefahren bin. Es gab nämlich, hat Kanal Phänomenal ja gezeigt, hier diese Bud Spencer Rostbratwurst mit Bacon Cheese. Sieht die nicht genial aus? Bud Spencer Wurst würde ich mir eh kaufen und dann ist es auch noch Bacon Cheese, auch noch eine richtig interessante Kombination. Aber nicht nur die, sondern auch noch die Bud Spencer Schinken Krakauer Tex-Mex mit Maisbohnen und Jalapenos. Also noch besser geht's doch nicht, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Das bringt aber nichts, wenn wir die Würste haben alleine. Wir haben nämlich keinen Grill und weil wir keinen Grill haben in Meiningen, muss ich extra noch mal in die Garage, denn ich brauche noch was Zweites. Ich habe ja von meinem Umzug den ganzen Krempel mitgenommen und überall hier in der Garage verstaut. Guck mal, Skateboards und Trucks. Habe den ganzen Krempel in der Garage verstaut und hier dürfte noch mein Elektrogrill drin sein, den du einfach schön gemütlich auf den Tisch stellen kannst oder auf dem Balkon. Deswegen möchte ich heute eigentlich bei Sandra auf dem Balkon diese Tex-Mex und Bacon Cheese Würste grillen und dann noch ein kleines Bier-Tasting machen. Heute Abend ist ja auch noch die Premiere von der Goldenen Meile und das wird bestimmt richtig fett. So, bis der Schlüssel abgebrochen ist, genau. Guck mal, wie krumm der schon ist. Mama!
So, ich habe zwar keine Filmerlaubnis, aber ich möchte trotzdem mal kurz zeigen, was das Cousinchen schon wieder recht zurecht gemacht hat. Sieht das nicht frisch aus? Das würde bestimmt zu die Bud Spencer Bratwürste passen. Und hier haben wir noch so, was ist denn das? Brezeln, Salami-Brezeln und hier Eierkuchen. Oh mein Gott, ist das schön. Nudelsalat erkenne ich hier. Was ist denn das untere? Da muss ich gleich mal reingucken. Lass das jetzt zu. Ne, ich mach's trotzdem mal auf. Ah, Nudeln mit Tomatensoße. Das ist ja herrlich hier. Leider müssen wir aber jetzt gleich gehen, weil ich habe ja andere Pläne, weil wir wurden ja nicht eingeladen. Selber schuld, da müssen wir wieder los. Und zwei Bälle, da fühle ich mich doch gleich wie zu Hause. Und was ich gesehen habe, ich bin ja hier hoch aufgewachsen. Das hier, das ist doch schon 100.000 Jahre alt, oder? Dieser Lastwagen, da haben wir früher drauf gesessen und sind mit rumgefahren. Jetzt kannst du einen Fuß reinstellen und er geht kaputt. Und das ist ein Kipper, wa? Den kannst du sogar hier anheben. Da konnten wir Wasser reintun, rauskippen. Sand reintun, rauskippen. Das ist Männertag. Das ist bestimmt richtiges DDR-Spielzeug. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Aber ansonsten sieht es hier schon wieder aus wie im Freizeitpark. Guck mal, da wird extra der Tisch gedeckt für das Schweinchen, damit es ja auch genug zu essen hat. Pepper Woods! Willst du eins probieren? Selbst der George. Huch. Ja. George ist das wieder mit Fisch, Lachs. Das macht die nämlich immer so. Wenn der Fisch nicht mehr gut ist, dann wird er hier an die Leute verfüttert. Aber das schmeckt immer total lecker. Gab's, glaube ich, zu Silvester so selbstgemachte Wraps. Auch dann mit Salami und Schinken und Käse und so. Und das halt mit Lachs. Das sollen jetzt Pizzabrötchen sein, sagen sie. Also Olivenbrötchen. Ich höre hier, das ist mit Salami und Soße, das ist einfach ein Olivenbrötchen. Naja, ich habe freilich ein bisschen Käse reingemacht. Ach so, da ist Käse und Salami drin. So ein Pizzabrötchen. Aber halt kein Ketchup. Es ist schon nach 12, um 1 wollte ich zurück sein. Das heißt, wir müssen eigentlich los. Los! Los, jetzt geht's los. So, tschüssi, macht's gut alle zusammen. Geht, tschüss, viel Spaß hoppa. Noch. Hoppa, ja. Hinterher, hoppa. Tschüss. Tschüss, guck mal die schönen Blumen überall. Ach, ist das herrlich. Die ist rot, die ist gelb. Das ist ein Strauch. So, auf dem Weg zurück nach Hibu bzw. nach Meiningen kommen wir natürlich durch Weidersroda und das habe ich vorhin schon gesehen. Das wollte ich jetzt, bevor ich abfilme. Hier auf dieser großen Wiese sind Dixie-Klos aufgebaut, lauter Campingwegen. Da stehen Zelte, da wird übernachtet alles. Hinter uns ist auch beim Schloss Weidersroda das Paradiesvogelfest. Ich weiß nicht, ob das da dazu gehört, dass die Leute, die dort sind, dann hier schlafen und übernachten. Weil das geht das ganze Wochenende, am Männertag fängt es an, das geht noch bis Sonntag, bis Montag, glaube ich. Weidersroda Paradiesvogelfest auch gleichzeitig. War ich noch nie, ist jedes Jahr, sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Die ganzen Paradiesvögel mit interessanten Frisuren und Klamotten. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten ist hier ein bisschen so Festivallaune. Da wird hinten auch getrommelt, ich höre Flaschen klirren, das macht Bock. So, wir sind jetzt hier angekommen, zu Hause, auf dem Balkon, wo ich heute ein Tasting auch machen möchte und wo ich eigentlich auch grillen möchte, mit dem Elektrogrill auf dem Balkon. Das hat vielleicht keinen Style, aber ist halt praktisch. Und wen habe ich gesehen? Auf dem Weg nach Meiningen am Straßenrand, der Fahrer, Schabe noch gehupt. Ich muss mal noch schreiben, ich weiß nicht, ob der gewusst hat, dass ich das bin. Das ist jetzt der Elektrogrill, der wird heute angemacht. Habt ihr auch schon mal mit einem Elektrogrill gegrillt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist jetzt der Tisch, was wir heute alles machen wollen. Hier sind diese Bud Spencer Bratwürste, Rostbratwurst mit Bacon. Dann haben wir diese Schinken-Krakauer Tex-Mex mit Maisbohnen, Jalapenos, Brutzler, Chili Cheese. Die sehen auch richtig gut aus, von der Verpackung zumindest. Pupsi hat extra an so einem Wurstautomat gehalten, hat sich hier noch Schweinesteaks mit Knoblauch geholt. Dann der gute Popsalat, einmal mit Kartoffel, einmal Coleslaw und einmal Coleslaw Red. Und zum Trinken habe ich zwei Stephans Bräu mitgenommen. Die wollte ich aber vielleicht sogar bis Montag aufheben für Chill mit Ramses. Einmal für das Muttertier vielleicht dieses schöne Tyski Radler. Sieht auch richtig toll aus. Und wer hat das legendäre IPA-Tasting gesehen damals vom NetGhost? Da haben wir so viele komische IPA-Biere gehabt, die alle richtig abartig und eklig waren. Und jetzt habe ich gesehen, im Kaufland gibt es hier noch zwei besondere Sorten. Diese Stone Tangerine Express
Hazy IPA mit 6,7%. Was das genau ist, muss ich mir dann angucken. Und dann haben wir das noch hier, Stone Hazy IPA. An Amazing Hazy IPA, auch 6,7%. Irgendwas möchte ich jetzt aufmachen. Ich glaube, ich starte einfach mal hier mit diesem orangen Ding. Da steht alles nur auf, ja weiß ich nicht, hier ist lauter Japanisch drauf, chinesische Schriftzeichen, ist alles das Kleine. Malted Barley, Hops und was anderes, Gerstenmalz. Irgendwo ist auch Deutsch. Hier ist so eine Fruchtschale mit drauf. Vielleicht hat das ja irgendwie einen fruchtigen Anteil. Ich mache das jetzt mal auf, im Stile von der Fahrer mit nur einer Hand, und schenke das mal hier in diese zwei Tasting-Gläser. So. Das sind übrigens die original Kalea Bier Adventskalender Gläser, die ich ja immer genommen habe, als ich mit dem Fahrer auch mal was testen wollte oder so, und die man halt bei den Bier Tastings hat. Wir haben jetzt schon mal was vorbereitet. Wir haben dieses komische, nee, das war's, das Stone Tangerine Stone Express Cone. Hazy IPA. Wie findest du das Design von der Dose? Ja, ja, sagt sie. Vor allem mit diesem Kopf hier. Das haben wir jetzt hier schon mal eingeschenkt. Das ist nicht so ein ähnliches, auch bei irgendeinem Wrestler, so ein ähnliches Dingsbums hier, Bild, Kopf? Ja, bestimmt. Vielleicht beim Stone Cold? Steve nee, The Rock hat immer einen, der The Rock war doch immer der Brahma Bull, der hat doch auch immer einen, wie ein Stier aber halt. Und das hat durch die Hörner, sieht es ja vielleicht. So, das sieht eigentlich komisch aus. Wenn ich reingucke, da schwimmt was drin. Bestimmt. Das sieht sehr merkwürdig aus. Das sieht so richtig dickflüssig aus, als wäre das Leim oder eine Lavalampe. Das wollen wir jetzt aber mal probieren, denn das ist dieses eklige Spülmittel. Stone IPA Tangerine Express, würde ich sagen. Prost, sag mir mal, wie das schmeckt. Riechen tut's gut. Aber viel zu warm. Ja. Naja. Und? Der Nachgeschmack ist wie vom Fass. Fass? Fass. Was denn für ein Fass? Ich finde immer, das legt sich voll auf die Zunge, wie wenn du Seife oder so hast. Nee. Wenn du aus Versehen, wenn du mal Hände gewaschen hast und hast noch nicht richtig hier die Hände und dann ist ich glaub, da noch Seife dran. Seife ist anders. Ja, ist ein bisschen schlimmer aber vielleicht, aber irgendwie hat das trotzdem so einen seifigen, komischen Geschmack. Also ich finde das so gewöhnungsbedürftig, das habe ich auch wirklich nur mitgenommen, weil wir die ganzen Stone IPA-Sorten ja probiert haben. Und die zwei kenne ich nicht, deswegen wollte ich die probieren, aber naja, würde ich jetzt... Im Nachhinein so komisch, so fad. Ach, nach Seife, ein bisschen genau. Fad. Nach Fahrtseife. Seife von Fahr. Nee, aber das würde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Würde ich auch keinen empfehlen. Das ist einfach zu warm. Das, warm ist es auch, das ist ja, aber es muss ja auch warm, eklig schmecken und dann weißt du, dass du es nicht empfehlen brauchst. Weil die Mama so viel babbelt, möchte ich nochmal sagen, dass dieses Hazy IPA Tangerine und Pineapple hatte. Ne? Was auch immer Tangerine und Pineapple ist. Aber ich möchte jetzt mal das probieren und das mal einschenken. Das mache ich erstmal für mich. Du brauchst dir keine Sorgen machen. So, mit eins Hand. Wieso steckst du es nicht hier einschenken? Hier ist hier die, drauf? Da ist die Belichtung besser. Guck, wie das ausschaut. Das ist doch herrlich. Da kommst du dir vor wie am Montag. Philosophieren wir nicht so viel über Autos. Tja. Wir sind beim IPA und zwar wollte die Mama jetzt unbedingt noch das Hazy unbedingt IPA probieren. Ja, hat sie gesagt, das ist ihre Farbe, das ist ihr Energy Drink, um früh in den Tag zu starten. Also schön lila hier ist. Hast du dein Glas. Ich habe extra ach, geguckt, doch, Mann, dass du nicht meins hast. Wieder. Ja, aber da schwimmt jetzt kein Brocken drin rum. Das sieht nicht aus, als wäre der Klebstoff drin. Das ist da zwar ist trüb, aber es ist trotzdem klar. Im Trübsein. Deswegen. Probier mal das. Das ist ja ohne Pineapple. Das andere war ja mit Ananas. Das andere war mit Tangerine. Mandarine im Tanga. Und das ist jetzt einfach nur IPA Hazy. Oh, ich sag nochmal, das ist so bitter. Er zieht sich alles zusammen. Aber im ersten Moment, wo man es trinkt, ist es ein bisschen süßlich. Und dann hier im Nachhinein hast du diesen bitteren Geschmack auf der Zunge.
Der Nagel. Aber ich glaube, es schmeckt ein bisschen besser wie das andere. Hä? Hey. Ein bisschen. Bei mir hat sich noch mehr zusammengezogen. Es ist wieder astreines Spülmittel, ja, richtig bitter, richtig seifig, einfach nur. Ich habe noch kein Spülmittel getrunken. Es lässt sich trotzdem ein bisschen besser trinken als das andere. Weil du jetzt schon von dem anderen beschwipst bist und deswegen fließt das besser. Das ist biologisch abbaubar, erklärbar. Aha. Was? Nee, das war bloß. Meine Nase. Das war bloß vom Bier ein Tropfen. Wir haben ja noch Tiski, das mache ich dir schon mal auf. Da kannst du dir dann aber Zeit lassen, weil da ist ja mehr drin. Ich krieg's nicht mal auf, sehe ich gerade. Wieso heißt das? Weil hier der Nippel so brutal ist. Stone ist doch Stein. Und wieso heißt das so? Vielleicht ist das im Steinkübel gebraut. Oder das Wasser mit dem. Ne, Quatsch, da ist ja gar kein Wasser dran. Oder wie ist denn das? Das riecht aber gut. Das Wasser riecht durch den Stein, durch das Gebirge. Quellwasser, genau. Mhm. Das ist hier wieder so ein Füllefanz. So, dann checke ich mir jetzt mal mein Tyski ein, solange wie du noch das über dir nein schleuderst. Das ist ja nur Schaum. Das war das andere auch. Das muss ja erst noch chemische Reaktion bilden und zurückgehen. Tyski, jetzt neu. Ihr seht jetzt schon, das sieht von der Farbe her einfach am besten aus. Ich weiß nicht, was die Molly. Die Molly macht das. Oh, jetzt haben wir die Sandra erwischt. Gut. Hier. Nimm mal dieses Glas, weil das sieht ja von der Farbe am besten aus. Und das sieht so klar aus und durchsichtig, dass ich dich sogar sehe. Ihr seht, das ist gar kein Bud Spencer Wurstgrillflock. Das ist einfach nur ein, wir trinken einfach alles, was hier rumsteht, Flock und das war's. Ach, du hast es wohl Bud Spencer Wurstflock genannt, oder was? Das hat noch gar keinen Namen, weil es ja noch gar nicht hochgeladen ist. Oh, ja? Ja, die Mama sagt jetzt schon, aber ihr wird es langsam hier zu warm, weil die Sonne hier jetzt drauf knallt und die kann da nicht sitzen mit dem Sonnenbrand. Ich kann dir einfach ein weißes T-Shirt von mir geben, dann ist es nicht so heiß. Oh. Und dann setzt du noch eine Mütze auf wie ich. Bisschen heiß, wie eine Bank. Ah nee, das war reich. Am und dann kannst den, du auch noch hier am mitmachen. Besten ne? Den Anglerhut oder wie das heißt da, den Meckeshut. Den kann ich dir auch geben. Den setze ich auch gleich selber auf. Das ist eine sehr gute Idee. So, der McDonald's Lippen Bucket ist am Start. Ich wusste, den kann man irgendwann nochmal gebrauchen. Guckt euch das Muttertier an. Stylisch. Ja. Holy. Entweder ist der Hut zu groß oder der Kopf zu klein. Ja, wie Fisherman's Friend. Wir haben jetzt hier das Sandra, ihre Super Meininger Würste. Die tun wir jetzt mal hier auf den Grill. Ungefähr so. Oh, so oder nein. Und außerdem zack, und schon liegen sie drauf. Die brauchen kein Wasser. Ich sehe nur gerade, dass es so ist. Und jetzt machst du das so und dann ist das so. So denn? Das ist Grillen in Meiningen. Ich würde die aber nicht. Eigentlich müssen. Quatsch, leg die doch mal so. So rum? Die sind doch lang und dann. Ja, aber die, eigentlich müssen wir die erst. Sonst hängt doch das alles da runter und da runter. Da wird doch gar nichts gemacht. Da ist noch Platz. Sandra, wollen wir noch einen Steg mit draufhauen? Ja. Komm. Hau mal noch einen Steg mit drauf. Dafür. Ja, du musst erstmal aufschneiden. Suchen wir erstmal die Steaks. Ich habe doch hier so ein Messer, ich habe halt nur eine Hand. Ja, vielleicht werden sie aber auch aufgehen. Und jetzt mache ich so, halt fest. Und jetzt hier nochmal. Jetzt kannst du mit dieser super Gabel, weil wir ja keine Bratwurstzange haben. Eins. Ja, das ist, heißt doch immer, nimm zwei, oder nicht? Dann tu du es halt mal raus, ich filme das jetzt. Ist egal, nicht runterfallen lassen. Also jetzt in die Ecke legen. Das sieht aber doch schön aus. Drauf. Wunderbar. Guckt euch das Steg an, wie es aussieht. Jetzt müssen wir nur noch den Bottich einschalten. Auf. Soll ich es auf bis 5 geht's? Auf was wollen wir es machen? Ja, mach's lieber mal auf 3 oder so. 3? Dann warten wir jetzt, bis der Bottich brennt. Und das sind die Knoblauchsteaks. Das ist die Molly gewesen. Das ist der Bubs, ihre Superhose. Guck dir das an. Ah, die Schatz ist auch da. Oh, es riecht. Ah, die Schatz. Es riecht jetzt schon. Es ist schon fertig. Können wir es ja wieder raustun. Oh, das dampft. Hey, ich denke, es dampft nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist sehr gut. Jetzt kommt gleich der Rauchmelder an. Oder ist es gleich zu sehr? Oh mein Gott. Ui. Oschi, was ist da los? Seht ihr den Rauch? So, das ist jetzt das Knoblauchsteak von Bubsi und es riecht auch so, also wie Bubs genau.
damals die Wurst einmal gedreht. Seht ihr, wie gut die schon aussehen, ja? Und wenn man da dreht, dann dreht man hier auch, macht es von 3 auf 4, damit man noch schneller drehen muss. Knoblauch, Steak. So, da wollen wir vorsichtig das Steak drehen. Guck mal, wie das hier runter. Saftig und lecker. Richtig genial. Guckt ihr die Wurst an. Und die wollen immer nicht mit dem blöden Elektrogrill hier rumgrillen. Super. Mit dem Buckethead. Ah ja, sag mal so, jetzt wo das Zeug da rumdümpelt, ne, da kommt schon der Bierdurst und deswegen müssen wir jetzt doch mal den Stefans Bräu ins Auge blicken. Was der wieder macht. Hast gehört, hättest du gar nicht noch eins. Du willst mich leider rüberrutschen, kannst auch. Nee, ich hab Zeit. Das kann ich auch ohne. So. Kannst du noch einen Steak? Tu den Stefan mal nicht so unter Druck setzen. Guck mal, schön Bierprall in der Sonne, wie es sein muss, wie am Ballermann. Zack, Stefansbräu, Hefeweißbier. Ach, Hefeweißbier. Ach, jetzt hast du auch Durst, ich hab's gewusst. So, das ist die erste Wurst, die wir jetzt mal testen. Das ist die normale Meininger Wurst. Da steht auch so drauf, Meininger Wurst. Haben jetzt da Zipfel abgeschnitten. Die probieren wir zuerst. So, ein Stück von der Meininger Wurst probiert. Ist außen ja richtig knusprig. Kenne ich so gar nicht. Ansonsten schmeckt es nach normaler Wurst. Hier, probier auch mal die Meininger Wurst. Du bist jetzt der Meininger Wurst-Experte. Und hast recht, kann man essen, wenn man so in Scheiben schneidet, kann man das jetzt so. Da ist es noch schön warm. Schön nicht warm. Nicht zu heiß. Knusprig. Schmeckt. So wie sie immer schmeckt, gut. Wunderbar. Dann müssen wir nämlich als nächstes. Hauen wir jetzt hier diese Brutzler Chili Cheese drauf. So, Brutzler auf dem Grill. Oh, mach doch nicht so. Na doch, da muss die Packung mit reingebacken werden am besten. Ich glaube, ich müsste eigentlich auch noch rein. Wir haben jetzt extra uns eine Zange liefern lassen, weil wir ja keine hatten. Haben wir jetzt eine. Ach, die willst du so legen, nicht in die Rillen oder was? So geht's doch auch, so ist es. So machen wir es bei deinem anderen Zeug auch. Doch. Ja, aber die haben halt schön so in den Rillen gehangen, das sah das gut aus, ne? Da, so passt doch wir einigen uns schon noch hier. Das ist jetzt die Brutzler. Also hier ist ein ganz schlimmer Unfall passiert. Wenn du die hochnimmst, siehst du schon, die halbe Wurst hängt eigentlich noch drauf. Und hier ist einfach die ganze Haut abgerissen, geklebt am Rost. Richtig genial. Bestimmt, weil ich es jetzt so rumgelegt habe, statt so rum. Das sind die Profi-Tipps. Deswegen will die Mama jetzt natürlich noch das gute Stefansbräu probieren. Ich finde es super, dass die Sonne jetzt fort ist. Da blendet es nicht mehr so, da kann ich dir jetzt hier dein Stefansbräu geben. Du sollst mir nur ein kleines bisschen. Das ist doch der ganze. Kreidebrecher. Du bist der Yoshi. Yoshi? Adi, du hast da Stau oder Dreck. Wo warst du denn wieder? Ach so, unterm Bett. Adi war unterm Bett und hat wieder Zeug. Aber so lässt sich's aushalten. Jetzt können wir uns wieder umsetzen. Jetzt ich nämlich extra dahinter gesetzt, weil die Sonne hier so ins Genick und gegen alles geknallt hat. Und da haben wir gedacht, naja, und jetzt ist gar keine Sonne mehr da. Ja. Zu den ersten drei ist es besser. Weil es nicht bitter ist. Aber zu dem letzten, zu dem Radler, ist es natürlich. Aber das Radler ist so sauer. Nee, das Radler. Ich finde das am besten. Da hat der Stefan wieder mal das Beste. Ich fand das Radler am besten. Gebräut. So, das, was ich meine, auch dieser Brutzler hat jetzt einfach so seine Weiterentwicklung durchgeführt und hat jetzt Flügel bekommen und splattert hier durch die Gegend. Den nehmen wir jetzt mal runter. Den wollen wir jetzt mal testen. Diesen Super Chili Cheese Brutzler von Wiesenhof. So, jetzt müssen wir hier natürlich diese Chili Cheese Brutzler probieren. Da ist, seht ihr hier, da ist auch schon was Rotes drin. Gegens Licht gefilmt, nie gute Idee. Anderer Platz war besser. Ist auf jeden Fall schön weich von der Konsistenz. Hat eine würzige Note, schmeckt ein bisschen so nach Chili. Ist auch ein bisschen cremig. Wie Cheese. Und ist außen nicht so knusprig und so hart wie die Meininger. Fühlt sich an eigentlich wie ein Wiener Würstchen. Wiener Würstchen mit so einer Käsefüllung, so wie Käsewiener. Käsewiener, nur mit einer leichten Schärfe. Finde ich also eigentlich ganz gut.
Würde ich sogar noch mal essen. Habe auch hier so Dip, da tue ich das auch mal rein. So habe ich die restlichen gegessen mit Dip. Perfekt. So, jetzt hast du auch die Wiesenhofbrutzler, die heiß ist in der Hand immer noch. Was ist geschmacklich? Kann man da noch was dazu sagen? Heller von Sinnen. Ich fand die gut. Gut, ja, die sind gut, aber etwas scharf. Sind noch vier da. Na, das ist ja wohl, wenn ich Chili Cheese kaufe, möchte ich auch, dass es etwas scharf ist. Aber man kann es aushalten. Wenn du dir jetzt eine Pulle Senf drauf machst, ist es vielleicht auch so. Toll, schmeckt gut, ja. Konsistenz passt auch. Also ja, passt. Sehr gut, sehr super, gut. Wunderbar, super. Die beste bis jetzt. Die beste Chili Cheese Wiesenhof Brutzler, die ich je hatte. Das war die erste. So, jetzt kommt das erste Highlight. Die Bud Spencer Rotzbratwurst mit Bacon Cheese. Guck dir den Bart an. Das ist der Bart, Mann. Guck dir den Bart an. Der Bart Spencer, genau. Pupsi präsentiert so lange ihre Hose und füllt da nochmal was rein. Hast du mir geschenkt? Und diesmal, pass auf, diesmal mache ich es richtig. Diesmal tue ich die hier drauf. Im eigenen Schleim, wie man sieht. Und lass die sogar in dieser Lage liegen. Das sind die Bacon Cheese. Das kannst du dir zu Hause an die Wand hängen, musst du halt da kurz abspülen. Schleim! Es ist halt so warm. Ja. Mitten in der prallen Sonne, du weißt gar nicht, sind es die Würste? Oder ist es die Sonne? Ist es das Stefans Bräu oder ist es einfach nur die Sonne, genau? Wenn ich dich angucke, sehe ich dich gar nicht. Das sagt schon alles. Darauf erst mal in Stefans Bräu. Von Stefan Landei, oder wie? Stefans Bräu. Stefan Landei? Stefan Landei. Der macht bestimmt Landbier als Stefans Bräu. Nur Stefan Landei, die Mama hat schon lange nichts mehr gehört. Du musst mal wieder einen Kommentar da lassen. Peace out, genau. Vorhaut. Das sagt sich, soll man die Wurst rumdrehen? Jetzt guck dir das mal an. Das ist ja perfekt, weil andere, die drehen die rum und dann drehen die nochmal rum und dann drehen die nochmal rum und der Ramses, der lässt die liegen, dreht die nur einmal rum und dann sind die schon perfekt auf der einen Seite. Das ist doch super. Super ist es doch. Die machen hier die Bohne, ne? Wir nehmen uns jetzt mal eine hier hinten und die legen wir jetzt mal hin. Die wollen wir gleich mal testen. Die anderen nehmen wir natürlich auch runter. So, das ist jetzt die Bacon Cheese Bud Spencer, klein geschnitten. Ich probiere mal hier so eine Scheibe. Da ist jetzt die Haut sogar schon ab. Und der Mama gebe ich hier so ein dickes Stück. Oh, ein dickes Stück. Ist hier für heiß? Dich. Ist das heiß? Du hast sogar Haut. Ich finde, es geht, wenn man die aufschneidet und in Stücke, da wird die sehr schnell essbar. Sehr cremig, würde ich dazu sagen. Sehr weich. Ja. Und intensiver Geschmack. Schmeckt gut. Du merkst halt sehr den Käse, dieses Käsecremige, was die Wurst sehr weich macht. Schmeckt sehr gut. Nicht knorbelig, alles einfach schön. Bacon halt für das würzige, aufdringliche. Ich finde die so zum Essen, zum Kauen wunderbar. Geschmack wäre mir auf Dauer vielleicht aber ein bisschen zu viel. Ich glaube, diese Bacon-Note ist mir ein bisschen too much. So mal ein Stück okay. Oder na gut, wenn du dann Ketchup, wenn du Ketchup dran machst oder Senf oder was anderes, da überdeckt das ja eh, da mundet das auch wieder ganz anders. Ja, aber ich finde es gut, ja. Die haben auf jeden Fall einen kräftigen Geschmack. Also so die Leute, die bei McDonald's immer Bacon, irgendwelche Bacon-Burger kaufen, ich weiß es gar nicht, wie heißen die Dinger denn? Big Tasty Bacon, genau. Die bei McDonald's Big Tasty Bacon kaufen und sich über den Bacon freuen, wo ich sage, der Bacon hat mich gestört, die werden hier auch auf ihre Kosten kommen. Bacon Cheese von Bud Spencer. Also im Zusammenhang hier mit diesem Dip ist es auf jeden Fall richtig genial. Mhm. Weil das ist nochmal ein, ja, so ein Jalapeno-Dip, der auch fruchtig schmeckt. Dann dieser kräftige Bratwurstgeschmack. Das ist die perfekte Kombination. Dann hast du nämlich Bacon Cheese Jalapeno-Geschmack. Perfekt. So, willst du noch? Was für eine Esserei. Das ist halt, wenn man am Grill sitzt, da ist halt alles so verteilt immer. So, die sind auch gleich fertig. Achso, das wisst ihr ja noch gar nicht.
Die haben wir ja schon drauf getan, ne? Wie schneide ich das denn wieder zusammen? Und da bleiben noch übrig die Bud Spencer Schinken Krakauer Tex-Mex mit Mais, Bohnen und Jalapenos. So eine geniale Kombination. Diese Packungen gab es im Netto. In Meiningen leider nicht, die haben keine Lieferung bekommen, obwohl es in der Werbung war. Aber in Hibu hat das die Tante dann gesehen und besorgt. Ah, Bud Spencer Schinken Krakauer. Schinken Krakauer gebrüht, heiß geräuchert, gefüllt mit Mais, Bohnen und Jalapenos. 80% Schwein. So, ein letztes Mal wird die Suppe angerührt. Da kommen jetzt die Schinken Krakauer drauf, die gar nicht rausgehen aus der Packung und ich mich schon halb verbrannt habe. Ich glaube, das kriege ich schon oder auch nicht. Willst du jetzt drauf bröckeln? Kriegst du das hin, ohne dich zu verbrühen? Hui! Da kommen die Schinken Krakauer aus der Verpackung raus. Danke, Pupsi, das ist super. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und guck dir die doch mal an. Die kannst du doch eigentlich, so wie sie sind, kannst du die schon essen. Die sehen doch lecker aus. Da bin ich auch mega gespannt drauf. So, die Schinken Krakauer müssten jetzt auch fertig sein. Wir drehen mal das Ding ganz runter, dass es aus ist. Holen uns jetzt auch mal eine. Wir nehmen hier die fette aufgeplatzte. Legen uns die rüber. Die testen wir als nächstes. Die anderen vier kommen natürlich auch wieder auf den Teller. So, da probieren wir jetzt einmal mal hier die Schinken Krakauer, die man sieht. Die riecht auf jeden Fall auch schon sehr würzig. Hier seht ihr richtig große, grüne Bohnen. Ich dachte, das sind Jalapenos. Ach so. Und hier, das war das Gelbe, da ist der Mais und die Bohnen sind euch das Rote. Vielleicht sind es Kidneybohnen. Ach komm, probier du doch zuerst, wenn du hier schon so gut drauf bist. Solange wie du dort reinschlingst, nehme ich mir hier so nochmal ein Stück und... Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das war auch sehr gut. Hinterher ein bisschen scharf, kleines bisschen scharf hinterher, aber gut. Na, Jalapeno ist ja scharf, oder? Hm. Ist aber gut, doch, schmeckt gut. Ich meine, das Scharfe kann man aushalten, das ist nicht, jetzt nicht so toll, aber es sind eben hinten nach, ne? Also. Ich finde es ein bisschen fettig jetzt im Vergleich zu der Bratwurst, ist die Krakauer halt fettig, weil das ist ja so eine Schinkendings und eine... Flutscht halt einfach alles raus. Oder Rauch mit Enten. Kennt ihr noch Rauch mit Enten, was die immer gemacht haben? Jetzt will ich es aber auch nochmal probieren, wenn ich hier in den Dip reingehe. Ob das dann noch ein bisschen ablenkt. Da muss ich leider ehrlich sein. Finde ich, mit dem Dip hat die Rostbratwurst von Bud Spencer mit Bacon Cheese besser geschmeckt. Als diese Tex-Mex Krakauer mit dem Dip. Mhm. Ja, ich habe den Dip ja nicht probiert. Das harmoniert irgendwie nicht. Und ich persönlich finde sogar die Brutzler Chili Cheese irgendwie besser geschmacklich, wenn du so eine Käse, wenn du so eine Käse-Jalapeno-Note haben willst, fand ich die Brutzler auf jeden Fall am besten. Ich glaube, die fand ich sogar besser als die Rostbratwürste, als die Meininger, als die Tex-Mex Krakauer. Also für mich haben die Brutzler gewonnen. Brutzler ist halt eine Marke, ne? Brutzler wird ja auch immer Werbung für gemacht. Das ist eine Wurst. Mann, ist das eine Wurst. Ja, Mann, ist das eine Wurst. Bud Spencer Bratwürste mussten trotzdem getestet werden, auf jeden Fall als Fan. Aber schmecken sie doch nicht, schmecken doch gut. Schmecken sind okay, aber das andere ist halt richtige Qualitätswurst. Richtig brutal, auch vom Geschmack her. Hier wird im ersten Moment natürlich mit dem Namen geworben und versucht, Verkäufe zu machen. Kann man auf jeden Fall essen, aber geschmacklich für mich wäre die Brutzler Chili Cheese der Testsieger. Und ganz am Ende müsst ihr noch die schmierige Kartoffel, mit der ihr den Grill eingefettet habt, einkartoffelt habt, die müsst ihr auch noch essen. Ich warte von meiner Seite aus. Wir werden heute Abend noch die Männertagspremiere gucken. Die Goldene Meile 7.0, the latest and greatest, mit Thomas, Shania, Hannes und der Fahrer. Und ansonsten, wie war euer Männertag? Was habt ihr so gemacht? Es ist jetzt kurz vor 5. Kurz vor 17 Uhr, keiner ist betrunken. Aber so muss das sein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
Tschüss, Mutter Sia. Hast du schon ausgemacht? Ne, läuft noch. Ciao und schönen Tag noch, schönen Abend noch. Welches war jetzt deine Lieblingslüste? Oh, das wusste ich, dass die Frage kommt. Das wusste ich. Im Vergleich von den vier Stück. Ja, Brutzler, ja, ist gut. Aber die andere hier von Bud Spencer, die mit den Bacon Cheese, die hat mir auch sehr gut geschmeckt. Also was fandest du jetzt besser? Brutzler oder Bacon Cheese? Benzer. Ja gut, also für mich Bacon Cheese, weil Bacon ist ein bisschen sowas Rauchiges und das mache ich ja sowieso. So ähnlich wie bei dem Ribsteak. Nee, Ribsteak, ja. Dieses Rauchige, diese Barbecue-Soße. Ne? Ist auch so ähnlich. Also, ja, doch, das hat mir sehr gut geschmeckt. Deswegen sage ich halt den. Aber Brutzler trotzdem auch ganz weit vorne, hat sie gesagt. Ja, auf jeden Fall. Dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Mal gucken, wer den Rest isst. Das ist alles übrig. Die zwei in der Mitte, die sind auf jeden Fall Favorit. Die muss ich mir noch reinziehen. Der Rest, mal schauen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Muttertier und ciao. Ciao.